So, heute ist Montag, der 31. Mai 2021, 0:37 Uhr. Live aus dem Stasi-Kaff 3757 für Einbeck. So, ihr seht ja jetzt einfach mal meinen Desktop-Hintergrund. Ja, wie gesagt, ich wollte nur ein kurzes Update machen, was sich hier so parallel alles so abspielt. So, also, beziehungsweise was die Geheimdienste hier für einen Schabernack veranstalten. Ja, ich werde euch Patente in die Beschreibung packen, alles und wie immer. Und das Video von Dr. Catherine Horton, so. Das habe ich vorhin in meinem langen Video oder beziehungsweise gestern in meinem langen Video, in meinem Spaziergang vergessen zu sagen. Ja, folgendes. Und zwar spielen sich hier so viele Geschichten parallel ab und also ich verarschen könnte jemand anders. Also das Video geht auch wieder an den BND, aber nicht nur. Ich habe ja auch normale Zuschauer, so. Also, ja, man versucht mich hier seit Jahren, läuft das schon so, konstant aggressiv zu machen. Mit meinen Delta-Hassträgern und halt auch durch diese konstante Provokation, durch die diese Projekt Monarch-Opfer leider durch müssen. In der Hoffnung, ja, dass ich irgendwie auf meine Mutter losgehe, was man auch schon mehrfach geschafft hat. Damals, aber da ist natürlich auch nicht nur der BND schuld. Deswegen, also deswegen, der BND braucht gar nicht einzugreifen. Ich hasse meine Erzeugerin so oder so auch schon genug, weil sie einfach eine narzisstische Bitch ist und einfach entsorgt gehört. Genau. Und dann muss man, habe ich zusätzlich noch diese BND-Freaks, die mich provozieren auf alle möglichen erdenklichen Weisen und aggressiv machen. Ja. Also man versucht hier auch. Ja, man versucht das so, dass ich dann in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann losgehe und meine Mutter irgendwie absteche, damit man mich dann halt endgültig einweisen kann, beziehungsweise in den Knast bringen kann. Das läuft hier ab, ja. Beziehungsweise der BND versucht es, das versucht man seit Jahren übrigens. Ich muss mich da so stark zurückhalten. Wie gesagt, die Polizei macht gar nichts, die schützt die satanistischen Pisseltrinker und Kinderficker und weiß ich nicht was. Tino Lachstädter, Thomas Römermann und diese ganzen anderen Freimaurer. Ja, wie gesagt, Polizei gehört zum Kriminalkartell der Freimaurer. Genau. Private Sicherheitsfirma der Constellis AG. So wie ich das wohl gehört habe. Ist auf jeden Fall eine private Firma. Ja, Richter gehören genauso zum Freimaurer-Kriminalkartell. Die kannst du auch vergessen. Tja. Also das läuft hier ab, dann, ne, das ist eigentlich auch schon Grund genug zu sagen, ey, Alter, ne, das geht gar nicht. Also wie gesagt, man versucht mich halt hier aggressiv zu machen, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie aus der Rolle falle. Ja, ich nutze dann halt den Hass und konvertiere den dann irgendwie in meine Videos. Ja, in der Hoffnung, dass ich irgendwas Dummes mache, dass man mich dann irgendwie möglichst lange wegsperren kann, ja. Das ist eine Straftat, ja, das ist einmal, ich weiß jetzt nicht, was genau dafür Paragraphen in Frage kommen, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch ein schwerer Eingriff ins Privatleben, ne? Deswegen, wenn das alles mal wie ans Licht kommt, ja, das ist schon hart, schwerer Eingriff. So, was spielt sich denn noch ab? So, dann werde ich nach wie vor ja, jetzt nach meinem letzten Video, was ich gedreht habe, hat man diese ganze Scheiße runtergefahren. Ich bin erstaunt und dankbar. Diese Stimulation bis zum Orgasmus, dieses Lovebombing geht allerdings trotzdem noch weiter mit technischen Mitteln. Man versucht mich trotzdem noch zu trafficken und umzubringen, natürlich sowieso. Also man versucht hier gleich mehrere Sachen. Man versucht mich einerseits umzubringen. Andererseits hofft man auch darauf, weil man merkt, das klappt nicht, beziehungsweise weil die Leute da zu doof sind beim BND, mich umzubringen. Ja, versucht man halt mich so aggressiv zu machen, dass ich irgendwie Scheiße anstelle, dass man mich wegsperren kann. So, das funktioniert allerdings auch nicht. So. Deswegen, also zum Thema Sex-Trafficking halt, ne, und Prostitution. Also ihr könnt mich mal am Arsch lecken, so oder so halt. Das wollte ich halt auch nochmal sagen. Weil erstens mal, wie gesagt, ich habe es euch ja schon in anderen Videos gesagt, hat man mir alles zerstört, mein Körper, mein Leben, alles, was ich will, ist Rache und dass dieser Kindesmissbrauch aufgeklärt wird, ja.
Genau. Und mehr will ich gar nicht. Ich brauche von dieser Welt nichts. Weder Macht noch Geld oder sonst irgendwas. Gar nichts. Absolut gar nichts. Alles, was ich will, ist, dass wirklich endlich dieser kranke Scheiß endlich ein Ende hat für immer. Alles. Genau. Also man versucht hier gleich mehrere Sachen gleichzeitig. Einmal mich aggressiv zu machen, damit ich in der Hoffnung, dass ich halt irgendwie aus der Rolle falle, irgendwie Scheiße mache, dass man mich wegsperren kann. So, aber da muss ich mich stark zurückhalten, weil, ja. Ja, die wissen, ich bin Indigo, Empath, ich gehe da richtig ab, wie gesagt, bei Ungerechtigkeiten. Und ich habe ja 17 Jahre, beziehungsweise 21 Jahre, Fragezeichen, drei Fragezeichen, nur Ungerechtigkeit erlebt seit meiner Geburt, nur Mobbing, Misshandlung und so weiter und so fort. Das kommt da auch noch dazu. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, noch diese autistischen, verblödeten Legastheniker-Freaks vom BND am Arsch, ey. Die versuchen irgendwie in allen Leben mein Privatleben zu sabotieren, ja. Und jetzt soll ich mich noch Sex trafficken lassen mit irgendwelchen Vollidioten. Ihr habt sie doch echt nicht mehr alle. Ja, Dr. Kestrel hat ja auch schon gesagt, dass der Geheimdienst nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, ne? In dem Video, weiß gar nicht, in welchem Video das war, aber auf jeden Fall. Genau. Tja. Schon krank, ne, unser Geheimdienst. Ja, deswegen wird es auch endlich Zeit, dass das alles veröffentlicht wird. Deswegen mache ich auch diese Videos, dass die Leute mal so sehen können, was treibt denn eigentlich so dieser Geheimdienst? Was sind das da für Leute? Was machen die eigentlich wirklich? Ne? Ich sage euch, was das für Leute sind. Das sind Loser, Autisten, Legastheniker, Leute, die nichts können, die auf allen, die sonst eigentlich irgendwo in der Gosse sitzen würden, irgendwo als Penner auf der Straße rumlungern würden, ja. Solche Leute arbeiten da. So, da hat sich Bruno Kahl gesagt, weißt du was? Halt Loser, die halt nichts können. Ne? Die arbeiten da. So, die werden bezahlt von Steuergeldern dafür, die eigene Bevölkerung abzutöten. Jetzt alle Leute, die nicht zum Kartell gehören, Freimaurer und Geheimdienste. Ja, herzlichen Glückwunsch auch. Ey, echt. Aber nicht mit mir, ich stelle mich dagegen. Es wird endlich Zeit, dieses Kartell zu entsorgen. Und ich werde mich auf jeden Fall nicht Menschen handeln lassen, egal mit wem, aber schon gar nicht nach dieser Scheiße. Wie gesagt, mein Körper ist kaputt, mein Leben ist kaputt. Das seelische Leid wird man sowieso nie wegkriegen, weil das ist halt auch, das ist nicht wie mit körperlichen Narben, was irgendwie verheilt irgendwann mal. Sondern das bleibt natürlich. Also ich werde zum Beispiel euch auch nie die, das kommt auch noch dazu, nie die Zeit verzeihen, die ich wegen euch BND-Wichsern in diesen ganzen Anstalten gesessen habe. Wo ich diesen kranken Freaks und diesen kranken Psychopathen und diesen kranken CIA-Doktor, Dr. Bech zum Beispiel, im Armeeos Hildesheim ausgeliefert war. Ne? Die konnten ja machen, wenn du in der Psychiatrie bist, die können ja machen mit dir, was sie wollen. Du bist ja dann rechtlos. Und wenn du dann zwangsmäßig da eingeliefert bist, dann sowieso, ey. Na. Ja, danke schön an Herr Dörel. Ja, wenn ihr mal gucken wollt, wie Imperator Palpatine aussieht. Braucht ihr nur ins Amtsgericht Einbeck zu gehen. Amtsgericht mit in großen Anführungsstrichen. Ne? Ja, gut. Lassen wir das. Es ist so, tut mir leid, das ist die Wahrheit. Wie gesagt, das ist in Einbeck ist so, hier ist so ein korrupter Sumpf irgendwie und keiner macht dagegen was. Naja, gut. Außer ich hab da auch keinen Bock mehr anzukämpfen gegen diese ganze Scheiße, ey. Echt. Ne, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Das fiel mir noch so ein. Also, das läuft halt parallel hier noch ab. Ich pack die Videos in die Beschreibung. Projekt Monarch packe ich in die Beschreibung. Und die Katrin. Und, ja.
Ja, so ja nun nicht, ihr lieben BNDler. Erst zerstört ihr mein Leben, dann mein Körper, dann die Seele, dann den Geist. Ja, jetzt versucht man mich noch mit aller Gewalt wegzusperren und umzubringen. Beziehungsweise man versucht halt auch, dass ich mich selber umbringe mit dieser Omega-Suizid-Programmierung. Ne, durch dieses Remote Null Monitoring wird meine Stimmung künstlich noch nach unten gedrückt. In der Hoffnung, dass ich dann halt ja, irgendwie Selbstmord begehe, was allerdings auch nicht in Frage kommt. Ja, also mir bleibt eigentlich nur noch der Kampf hier, bis zum Umfallen. Klasse, echt klasse, ja, habt ihr das alle gemacht, ey. Applaus. Ja, wie gesagt, man kann sich schon logisch rational ausmalen, was da für Leute beim BND arbeiten müssen, die anderen Leuten sowas antun. Das sind nicht die intelligentesten und auch nicht die hübschesten. Das sind Vollidioten und Oberloser, jeder Einzelne. Die können nichts anderes. Das sind Leute, die haben an der Schule damals andere gemobbt und jetzt arbeiten sie beim BND und das ist halt genau das gleiche wie damals. Und jetzt töten und foltern sie halt andere. Ne? Ja, schade drum, ne? Das ist, was für Idioten es doch gibt auf dieser Welt. Naja. Tja. So, wie gesagt, das wollte ich nur noch loswerden. Also ich lasse mich nicht Menschen handeln. Ende aus. Ich lasse mich mit niemandem Sex trafficken, egal mit wem und schon gar nicht nach dieser ganzen Scheiße, was hier gelaufen ist. So. Und vor allem, wofür ich will von dieser Welt nichts, außer dass dieser Kinderschänder-Handelsring hier in Eilberg endlich aufgedeckt wird, ne? So, also das sind Sachen, die spielen sich alle parallel ab. Omega-Suizid-Programmierung verlinke ich euch in der Beschreibung. Das hat der Brian Tew aufgeklärt. Gebt mal auf YouTube ein, Brian Tew. Ich zeige euch den auch gerne nochmal. Wenig nichts zu tun hier aktuell. Brian Tew. Man klickt da hier gleich den ersten an. Den haben sie auch schon, den ersten Kanal gelöscht. Und guckt euch mal das Video an, hier CIA Operator. Hi, this is Brian Tew in San Diego, California, 8:35 a.m. Talk Sleep Mind Control Victims via Chatterbots for Neurolinguistic Programming. Beziehungsweise hier, warte mal, Videos. Da guckt man bei Brian Tew vorbei und halt bei der Dr. Catherine. Oh, dann ich verlinke euch das auch nochmal. Schaut da mal vorbei, bitte. So. Videos. Und dann geht er hier mal auf Geheimdienstkriminalität. Militärwaffen beschossen und auch an den Schweizer Geheimdienst, weil der Geheimdienst eigentlich das gesamte Gangstalking organisiert, solche Sachen macht, wie zum Beispiel die Registrierung von Gangstalking-Autos zu verändern, um damit Referenzen oder sozusagen Verweise auf meine Nationalität, auf meine Sprache oder auf andere persönliche Details zu machen und so weiter. Das heißt, alle drei sind involviert. Der Geheimdienst betreibt das Gangstalking, die Hauseinbrüche, teilweise auch das Hacking, wobei sie auch die NSA benutzen. Das Schweizer Militär betreibt halt die ganzen Waffen. Siegfried Thomas in Biel und seine Ehefrau zum Beispiel haben berichtet, dass an einem Wochenende, wo die Folterer in der Nebenwohnung in den Urlaub gingen, da hat das Schweizer Militär übernommen und sie sahen sozusagen richtig Leute in Militärausrüstung, die wahrscheinlich von irgendeiner Kaserne rüberkamen, um halt das Rentenehepaar zu foltern. Es ist wirklich krank, was zurzeit läuft, aber ich möchte, dass Sie ganz genau wissen, wer beteiligt ist. Wir wissen, wer das macht. Wir wissen ganz genau, wie Sie das machen. Wir können Sie nur nicht stoppen. Okay? Doch, wir können Sie stoppen, Katrin. Wenn dieser Kinderschänder-Sexhandelsring in Eilbeck aufgedeckt werden würde. Ja, der führt nämlich dann auch zur Familie Rosenberg-Binnewies. Familie Rosenberg ist ganz oben mit dabei. Wenn wir mal eingeben, Alfred Rosenberg. Der war schon hinter Hitler. Nazi-Templer, Freimaurer. Hat damit dafür gesorgt, dass, ja, könnt ihr ja selber lesen, was der hier veranstaltet hat.
Familie Rosenberg. Ja, die wollten mich auch an die Macht bringen. Ich habe es aber alles ausgeschlagen, weil, ja. Ja, schade, dass man die restliche Scheißdrecksfamilie Rosenberg nicht in diesen Nürnberger Prozess mit hingerichtet hat. Ey. Dann hätten wir dieses Problem hier. In Albeck wahrscheinlich nicht. So, es wird Zeit für Nürnberg 2.0. So, wie gesagt, jetzt habe ich schon wieder 16 Minuten gemacht, so lange wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur sagen, hier spielen sich momentan mehrere Sachen parallel ab und ich bin nicht bescheuert. Und wie gesagt, schiebt euch dieses Sex-Trafficking sonst wohin. Das spielt sich nicht ab hier nach dieser ganzen Scheiße. Wie gesagt, lasst mich bloß alle in Ruhe hier. Sucht euch einen anderen Idioten, der dumm und naiv genug ist, sich jetzt noch darauf einzulassen. Und genau, egal mit wem, also mich kriegt ihr nicht zusammen. Mich kriegt ihr nicht in der Beziehung. Das läuft nicht.